Im heutigen Roblox Adopt Me Video gucken wir uns das nagelneue Adopt Me Update an. Der Babyshop wurde geremaked und wir kaufen uns alles und erkunden natürlich das neue Update. Vergesst natürlich nicht, den dicken, fetten Like dazulassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos und Verlosungen mehr von mir zu verpassen. Und falls du die nagelneue Cobra gewinnen willst, dann guck jetzt im Video im i vorbei, denn da verlose ich eine. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Roblox Adopt Me. Leute, gerade eben vor, ich glaube, einer Minute ist das neue Update von Adopt Me gedroppt. Wir haben einen neuen Babyshop. Ich gucke ihn gemeinsam mit euch an. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe mich gerade erst eingeloggt. Wir machen das wie immer gemeinsam und hier hinten sehen wir ihn schon. Er ist mega putzig, Leute. Oder wir drücken Play. Und dann sind wir hier gespawnt mit meiner kleinen süßen Pocahontas, die heute mit uns mitkommen wird. Ich hätte gesagt, wir fliegen einfach mal raus. Okay. Und Richtung Stadt oder Adopt Me Island. Ich weiß gar nicht. Wir waren jetzt gerade in der Neighborhood. Oh mein Gott, als ob. Es ist rosa. Oh mein Gott, es ist rosa und blau. Das sieht so schön. Oh nein, das ist nicht euer Ernst. Das sieht mega hübsch aus. Guckt mal. Können wir hier drauf landen? Bestimmt, oder? Jetzt wartet mal. Wir könnten reiten. Oh ja, hier können wir... Können wir hier rumlaufen? Als ob. Guck mal, wir können hier draußen rumlaufen. Das sieht so süß aus. Als ob. Mit so kleinen Wölkchen. Das ist mega süß. Wow. Schreibt mir mal jetzt in die Kommentare, First Impressions, wie gefällt euch der neue Babyshop? Ich muss ehrlich sagen, ich liebe den neuen Stil von Adopt Me. Der ist so süß und es ist trotzdem noch Adopt Me. Wisst ihr, was ich meine? Es ist jetzt nicht ein komplett anderes Spiel. Also man könnte jetzt nicht sagen, oh mein Gott, die Sachen sehen jetzt aus wie in Overlook Bay oder ich weiß nicht wo, irgendwo anders. Sondern ich persönlich finde, es ist einfach immer noch Adopt Me und das finde ich mega schön, Leute. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich bereit bin, reinzugehen. Ein paar Sekunden später. Und dann sind wir angekommen. Wow. Oh. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wow, ist es hier schön. Krass. Also ehrlich gesagt, gar kein Vergleich. Gar kein Vergleich zu dem Babyshop davor, oder? Wow. Das sieht mega hübsch aus. Guckt mal. Pelican Stroller. Magic Carpet Stroller. Oh, und hier ist der Legendary. Leute, ich habe einen Frosch im Hals. Das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich wollte sagen, Leute, hier ist der Legendary Stroller. Adopt Me hatte schon angekündigt, dass wir einen Legendary Stroller bekommen. Und hier ist er, der Teacup Stroller, Leute. Er kostet 1450 Bucks. Oh mein Gott, aber wir brauchen ihn. Ich brauche ihn in meinem Leben. Oh mein Gott, ist er cool. Das ist nicht euer Ernst. Ganz ehrlich, habt ihr schon jemals den cooleren Stroller gesehen als den? Seht ihr das? Da ist sogar noch das Tee-Ding. Wisst ihr, wo man den Tee da so reinhängt? Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Okay. Aber das sieht mega hübsch aus. Jetzt wartet mal, haben wir irgendein Pet, das richtig gut reinpasst? Edgar wird doch richtig gut reinpassen, oder? Jetzt wartet mal bitte. Edgar, kommst du bitte? Wartet, wir heben ihn auf und... Wartet, ich schaff's nicht. Jetzt sitzt er drin. Als... Oh, das ist so süß. Und wartet, ich zeige euch mal ganz kurz, dass ihr mir auch glaubt, er ist Legendary. Das ist der erste Legendary Stroller, den Adopt Me hat. Und ich brauche das. Oh mein Gott, ich brauche es. Können wir das jetzt kaufen für unser Zuhause? No. Das wäre so toll. Ich brauche diesen Regenbogen in meinem Zuhause. Ich brauche ihn unbedingt. Dann den Stroller, den hatten wir. Wow. Oh mein Gott, guckt mal den Stroller an. Magic Moon Stroller, der ist auch mega schön. Und hier ein Princess Stroller. Aber Leute, wisst ihr was? Wir können die Farbe nicht mehr ändern, oder? Also ich... Oh mein Gott, das ist nicht euer Ernst. Guckt mal, wie Edgar hier drin liegt. Mein Gott. Mir persönlich gefällt der hier definitiv am besten. Glaube ich zumindest. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, welcher gefällt euch am besten. Hier haben wir noch einen Hover-Stroller. Der sieht aus wie mein Saugroboter. Lol.
Der ist auch mega cool. Der kostet 1150. Was ist denn der? Ist der Ultra Rare? Ja, der ist Ultra Rare, Leute. Guckt mal. Oh, der fliegt. Das ist nicht euer Ernst. Der fliegt? Das ist krass. Okay, das ist richtig, richtig krass. So, jetzt wartet mal. Den Pelikan-Stroller haben wir noch nicht gekauft. Der ist auch mega cool. Da würde jetzt, glaube ich, Pocahontas ganz gut wieder drin aussehen. Oh, oder wie wär's mit Edward? Edward, komm mal her. Nice. Okay, guckt mal. Der sieht auch richtig schön aus. Dann haben wir noch den Magic Moon Stroller. Jetzt habe ich schon wieder nicht nachgeguckt. Okay, der ist ein bisschen... Da ist Edward ein bisschen weird. Wartet mal ganz kurz. Der ist Uncommon. Für Uncommon war der aber teuer, oder? 550 Bucks. Dann der hier ist Rare für 800 Bucks. Der Hover Stroller war mega teuer mit 1150 Bucks. Der ist Rare. Was hat denn der nochmal gekostet? 650. Ja, okay, das geht. Und der Teacup Stroller, ich bleib dabei. Mir gefällt der Teacup Stroller tatsächlich am besten. Der ist mega cool. Die anderen sind cool. Aber nachdem man halt diesen Teacup-Stroller hatte, möchte man dann noch irgendwas anderes? Also ich irgendwie nicht. Guck mal, wie Edward da drin sitzt. So richtig, so legendär. So ja, ich sitze in einem Teacup-Stroller. Wow. Guck mal, wir haben eine Golden Maned Unicorn Rattle. Also. Oh mein Gott, die ist mega süß. Aber krass, dass wir jetzt die Farben nicht mehr ändern können, oder? Also von nichts. Oh, wir haben den Stroller noch nicht gekauft. Magic Carpet Stroller. Wow, der ist cool. Der ist dann wahrscheinlich Uncommon auch. Ja, okay. Für 400 Bucks. Der ist auch schön. Der gefällt mir ehrlich gesagt besser wie der Stroller. Der ist so ein bisschen groß und der da hinten ist auch ein bisschen groß. Den finde ich richtig cool. Der ist richtig schön. Schade, dass wir die Farben nicht mehr ändern können. Ich frage mich, warum das so ist. Vielleicht wegen der Performance oder so, kann ich mir gut vorstellen. Aber es ist trotzdem mega cool. Okay, was haben wir noch? Oh, warte mal, wir brauchen mal gar keinen Stroller. Oh mein Gott, guck mal, da ist eine Banane. Das ist nicht unser Ernst. Wir haben eine Banane, das Einhorn haben wir gerade schon gesehen. Dann haben wir ein Lama. Das kostet 250 Bucks. Das ist mega süß, Leute. Und als letztes haben wir dann noch die Clouds and Rainbow Rattle. Die ist mega krass teuer. Sie kostet 400. Was hat denn das Unicorn gekostet? Wartet mal, Leute. Ich bin 615. Okay, noch mehr. Ich bin ein bisschen hysterisch. Ihr kennt mich. Wenn irgendwas neu ist, bin ich mega hysterisch. Das ist so unfassbar cool, Leute. Oh mein Gott. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Habt ihr genügend Bucks, euch die Sachen zu kaufen? Oder habt ihr gar nicht genug Bucks? Denn was ich mir gerade so überlege ist, soll ich die Sachen mal traden und gucken, für was die so weggehen, wenn man die traden möchte? Denn ich weiß nicht, also die Sachen sind teilweise schon echt teuer und ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder 1450 Bucks einfach so rumliegen hat und vielleicht lieber das ein oder andere Pet dafür geben würde für den neuen Legendary Stroller. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, soll ich mit euch gemeinsam traden? Wenn, dann Samstagmorgen, Leute. Schreibt mir jetzt in die Kommentare, ob ich das machen soll. Dann machen wir das natürlich sehr, sehr gerne. Oder ich mache es sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, ob es ihr sehr, sehr gerne macht. Aber ich mache es auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Jetzt müssen wir nochmal ganz kurz gucken bei den Toys. Die Clouds and Rainbow Rattle ist Rare. Die Llama Rattle ist Uncommon. Die Banana Rattle ist Common. Und die Golden Maned Unicorn Rattle ist ultra rare. Somit haben wir keine einzige Rattle, die legendary ist. Was krass ist, Leute. Denn ich hätte jetzt irgendwie schon fast erwartet, dass die Unicorn Rattle, wartet, ich zeige sie euch nochmal, dass die legendary ist. Aber vielleicht möchte Adopt Me irgendwie noch eine Rassel rausbekommen oder rausbringen. Ich bin lost. Die legendary ist, die vielleicht Limited Edition oder so ist eines Tages. Keine Ahnung. 20 Bucks? Ja, ich krieg 20 Bucks zurück, Leute. Oh Gott. Aber ich muss ehrlich sagen, die Unicorn Rattle gefällt mir mega gut. Aber ich könnte euch jetzt gerade nicht sagen, welche mein absoluter Favorit ist. Vermutlich die, weil sie ist rosa und es ist ein Einhorn und ich liebe Einhörner. Aber die Rasseln sind alle mega. Guck mal die Banane an. Oh mein Gott, die ist mega cool.
Ich liebe das neue Update, Leute. Am meisten bin ich aber tatsächlich überzeugt von dem Teacup-Stroller. Ich liebe den. Der sieht so unfassbar toll aus. Wir können ihn ja gerne nochmal rausholen. Dann habe ich die Schlange rausgeholt, denn das ist ja das neueste Pet und ich krieg's nicht hin. So, jetzt sitzt sie drin. Und so sieht Nangini, also neue Nangini, weil alte Nangini habe ich ja weggetradet. Leute, sie ist jetzt leider nicht mehr Neon, weil ich habe meine Neon-Cobra weggetradet. Falls ihr das Video verpasst habt, ich verlinke es euch mal im i. Aber neue Nangini, so sieht sie aus. Ich muss ehrlich sagen, mir gefällt die Schlange mega, mega gut in jedem Stroller. Das ist mega krass besonders und wie gesagt, ich bin mega, mega krass geflasht von diesem Teacup-Stroller. Dann sind wir nochmal ganz kurz bei mir zu Hause, denn ich möchte unbedingt gucken, ob wir die Sachen bekommen. Nein, warum nicht? Ich wollte jetzt ganz unbedingt noch gucken, ob ich die neuen Sachen auch in meinem Haus haben kann. Wisst ihr, dieses Rainbow-Zeichen, das hätte ich so hart gefeiert, Leute. Ich will es in meinem Leben. Ich hoffe, dass Adopt Me das auch noch addet, dass wir es uns ins Haus hängen können. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie findet ihr das neue Update? Ich bin richtig hyped. Wenn ihr auch hyped seid, schreibt es mir in die Kommentare. Wie gesagt, falls ihr mit mir traden wollt, dann mache ich das gerne Samstagvormittag. Und dann hätte ich gesagt, war es das mit diesem Video? Lasst ja sehr gerne ein Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!